Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele die Zwillinge. Ja, und ich spiele mit den Perks Thanatophobie, Pfad der Folter, Korrupte Intervention und Unterdrückung. Außerdem habe ich zwei Addons dabei. Einmal, dass Victor schneller ist, also sich schneller fortbewegt. Das ist das erste Addon. Und das zweite Addon hat den Effekt, dass die Abkühlzeit meines Sprungs verkürzt ist. So, und ich bin mal gespannt, ob das alles aufgeht und wie sich die Addons machen, ne? An sich, ich habe auf Charlotte, ne, nicht alle Perks, darum muss ich da probieren und mitnehmen, was ich habe. So, und ich laufe auch die ganze Zeit nur mit Victor rum, weil der unheimlich schnell ist. Ich dachte, hier hinten hätten sich gerade Raben wieder hingesetzt. Mensch, Leute! Was ist denn hier los? Alle Überlebenden auf einem Fleck? Was wird denn das? Warum? Warum rennen die alle hinterher? Okay, ich gehe jetzt auf die Verletzte, denke ich mal. Ah, wie kam die an mir vorbei? Okay, na gut. Ja, schön. Gut gemacht. Wunderbar. Zack. Vor allem, da setzen die sich erstmal hin und plündern Truhen. Haben die... Ach, die haben Münzen gelegt. Stimmt. Könnte also sein, dass sie hier alle mit dem neuen Elodie-Perk spielen. Elodie-Perk. Und, Truhen die ganze Zeit plündern wollen. Vielleicht für einen Schlüssel oder für ein paar nette Medikits. Hab ich dich. Das macht die ganze Sache natürlich sehr gefährlich. Weil viele Truhen, die geplündert werden, heißen natürlich auch viele Medikits. Heißt weniger Druck durch Verletzungen. Heißt mögliche Angst vor Schlüsseln. Ah, okay. Probieren wir es, ne? Zack. Du hängst. Dann gehe ich nach hier. Löse Victor. Und hier sind auch schon die Guten. Ace hat auch schon einen Schlüssel gefunden. So, ich müsste dort am besten direkt hingehen und gegentreten. Für Unterdrückung auf drei weiteren Generatoren. Eins, zwei. So, und wir haben jetzt sind durch Pfad der Folter jetzt auch unentdeckbar. Da hinten wurde ein Skillcheck verhauen. Ich dachte, Ace wäre hier irgendwo in der Nähe. War er leider nicht. So, hallo. Und hepp. Sie hat halt keinen Herzschlag und kein rotes Licht gehabt, weil ich gegen Generator getreten hatte. Darum konnte ich sie da ganz gut erwischen. Und dort haben wir auch schon Ace. Hallo, Ace. Dass du hier weiterarbeitest, finde ich ganz schön frech von dir. Schade, hätte ich mitrechnen können. Und durch. So, na, wirf um. Nein, du wirfst nicht um. Mensch, Ace. Das hättest du nicht tun sollen. Ich rechne mal, ja, dachte ich mir. Dass die Nia hier sitzt. Hart im Nehmen, okay. Ich hatte irgendwie mit, sag schon, ausgewogener Landung irgendwie gerechnet. Komisch. Wenn die Blinden dann nicht mit den Perks spielen, von denen man denkt, dass sie mit den Perks spielen. Mac, ach, verdammt. Ich habe noch die Mac anlaufen hören. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe sie gehört. Das ist natürlich traurig. Jetzt wird auch noch der Ace dort aufgehoben, denke ich mal. Hier hau ich trotzdem nochmal gegen, zack. Da hinten ist jetzt der Ace. So, der Baum hier nervt schon, ne? So, er hat halt kein rotes Licht. Darum muss er da besonders aufpassen. Warte mal, ja, ich dachte es mir, die arbeiten ja hier alle wieder dran. Mensch, Leute. Ich sollte mit Victor spielen. Okay, am Ende steckt der Ace in irgendeinem Schrank. Ich habe halt keine Ahnung, wo. Der Jin geht noch zurück. Dort hinten kracht es irgendwo. Warte, passt auf. Ich stelle mal Victor hier hin. Gehe in Charlotte zurück und würde Bescheid wissen, wenn jemand dorthin geht. Weiß ich aber nicht. Also ist niemand da. Zack, kaputt. Hier sind noch mehr Rennspuren. Nach oben. Einmal. Oh, verdammte Axt. Hör auf, hau ab, hau ab. Och, Ace. Und dabei habe ich schon eine geringere Abkühlzeit auf
Schläge, ne? Also auf Sprünge. So, ab durchs Fenster wieder. So, er rennt weiter. Ich kann halt auch nicht weggehen, weil die hier alle an den Generator wieder gehen, ne? So, Unterdrückung ist wieder drauf. Da wurde der Gen gemacht. Die Überlebenden hören mich nicht. Durch Pfad der Folter. Hab ich dich. Pfad der Folter sei Dank. Na, gibst du mir die Palette auch noch? Danke. Das ist wunderbar. Kaputt. Ich stelle mich hier hin. Lasse Victor frei. Warte mal. Ach, verdammt, okay. Hab ich dich? Charlotte Buddy blockt dort den Weg. Okay, das war auch nicht so gewollt. Sie ist schlau, denn sie weiß, sie muss... Ja. Haut bloß ab mit euren blöden Paletten, ne? Verdammt, weg, weg, weg. Er geht darum, okay, das ist sehr gut. Die packe ich nach hier unten. Zack. Dann gehe ich wieder raus, lasse... Ah, nee, ich lasse nicht Victor frei. Ich gehe direkt hin, weil der hebt dorthin jetzt die andere Mac auf. Ja. Einmal. Zack, er kommt raus. Wer nicht rauskommt, das ist die Mac. Denke ich mal. Ja. Gut angetäuscht. Die täuscht immer gut an. Gute Mac. Und die hat auch einen Schlüssel. Die haben alle Schlüssel. Das ist richtig ätzend. Du kommst auch nach dort unten. Okay, da rennt auch jemand runter. Gut zu wissen. Der Ace. Verdammt. Falsches Timing. Ich muss mir Ace holen. Die andere Mac dort unten kann Entscheidungsschlag sonst was haben. Hab ich dich? Nia ist unten. Jetzt müsste geliehene Zeit abgelaufen sein. Ja, geliehene Zeit. Okay, schade. Jetzt kommt aber Ace nach dort unten. Wir machen einfach einen starken Keller draus. Hab ich dich? Schade, ich dachte, sie hüpft nochmal drüber, dann hätte ich sie. Ist aber nicht schlecht. Wir müssten am besten versuchen, irgendwie so viel Druck zu machen und Leute zu... Wir müssen irgendwie schnell Leute töten, bevor die Generatoren schaffen. Wisst ihr, was ich mache? Ich lasse Victor hier stehen. Ach, ich kann nicht in Charlotte rein, weil das zu nah ist. Okay, ja, verstehe ich. Vernünftig. Ich lasse ihn hier stehen. Das müsste mit Killerinstinkten groß genug einen Radius abdecken. Hier mache ich mal kaputt. Die heilen sich alle. Hier ist irgendwo jemand. Habe ich dich? Okay, ich weiß, dass unten jemand ist. Habe ich dich? Die machen halt jetzt einfach schnell, versuchen schnell weiter Gens zu machen. Das ist auch so ihre beste Chance. Weil sie halt alle einen Schlüssel haben. Wahrscheinlich alle Plündererspüre sind Horter, Münzen mitgenommen. So, ich muss darauf hoffen, dass Ace in die Struggle-Phase kommt. Das Gute ist, alle sind momentan verletzt. Die erste ist tot. Tot meine ich. Tot. Okay, Charlotte. Verrat mir, wo die Leute sind. Hab ich dich? Nur sie, okay. Das ist ziemlich böse mit dem Kleinen. Man kann ihn einfach stehen lassen und weiß sofort mit Killerinstinkt Bescheid. In der Situation ist das aber meine einzige Hoffnung, irgendwie die Leute so zu schnappen. Okay, ich weiß, dass die letzte... Ach, verdammt, Victor, lass mich doch. Die letzte war noch hier oben gerade eben. Die war hier in der Nähe. Ja, hier oben. Da. Perfekt.
Also ich glaube, jetzt würde auch erst die Falltür erscheinen. Hatte nehmen. Hab ich dich? Nein. Oh, was für eine Runde, ne? Ich glaube gerade Plünderer, Spürsinn und hier das neue Perk von Elodie. Das macht das Ganze super anstrengend. Ich bin als Killer natürlich irgendwie super unter Stress, weil ich kann die Überlebenden auf der einen Seite nicht töten, weil dann müssen sie weniger Generatoren machen und können dann durch die Falltür. Auf der anderen Seite muss ich sie aber töten, um das Spiel zu gewinnen. Ne? Es ist halt eine Zwickmühle. Und besonders, wenn jeder einen Schlüssel hat, ist das halt... Ja, dann muss man halt mitnehmen, was man hat, ne? So, zack. Dagegen getreten. Aber ich denke, es ist ganz gut aufgegangen. Meine Perks haben mir, glaube ich, nicht so viel gebracht. Am Ende der Keller, der war es, der mir da den Sieg geschenkt hat, ne? Also von den Addons habe ich auch nichts... Also bis auf, dass Victor schneller war, dieses andere Addon mit weniger Abkühlzeit nach einem Sprung, das habe ich nicht so mitbekommen, ne? Ah, perfekt, wir haben Pip gemacht. So. Good game, meine lieben Überlebenden. Was hatten sie? Sie hatten hier natürlich hier Plünderer-Spürsinn und Einschätzung. Ne? Sie finden mit Plünderer-Spürsinn, plündern sie eine Truhe, finden einen Schlüssel. Zack, Einschätzung, nochmal einen Schlüssel oder so. Und das halt bei 3 Truhen. Zusätzlich noch Münzen. Ne? Macht das Ganze ziemlich knackig. Es reicht auch, wenn... Siehst du, es hatte nur einer. Ne? Es reicht, wenn eine Person damit spielt. Ne? Und dann laufen alle mit Schlüsseln rum. Naja gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.